Das ist wieder bei Paper Mario und wir versuchen hier auszubrechen und das machen wir wie folgt. So, erledigt. Es ist das reinste Kinderspiel, diese Wände zu zerstören. Das Mauerwerk ist schon sehr locker. Das ist viel einfacher als bei den Wänden bei der Festung der Koopa-Brüder. Du kannst richtig froh sein, dass du mich dabei hast. Oh ja, sind wir. Wollt ihr nicht fliehen? Mario, bitte rette Prinzessin Peach, wir verlassen uns auf dich. Ja, ja, ist ja gut. Hier kann ich speichern. Das ist nice. Ich muss nur kurz gucken, ob die Aufnahme läuft. Ich habe ein ungutes Gefühl. Bis gleich. Läuft alles. Weiter geht's. Wir können ja nur nach rechts und... Oh mein Gott, Lava-Rätsel. Parakevi. Komm, den Sprung schaffe ich auch ohne, oder? Oh, look at that. Jumping Mario. Er ist dafür geboren zu springen. Dafür brauche ich nicht mal Parakevi. Oh Gott, das sinkt. Und schon sind wir drüben. Nicht einmal Parakevi benutzt. Und hier brauchen wir anscheinend Lucky Lester. Ich habe das Gefühl, ich rede gerade ein bisschen leiser, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es in Ordnung so ist. Ich lasse einfach mal meine Rede so. So, damit bewegen wir jetzt das. Damit kommen wir hier rüber. Oh, that Jump Skill. Und diese langsame Plattform. Bisschen trüb. Okay, Entschuldigung, ich bin bisschen müde. Okay, hier ist nichts. Hier ist nur noch ein Schalter, den wir aktivieren können. Ich gehe da gleich entlang, wenn ich nur weiß, ob sich das lohnt. Oh, guck euch die Wolke an, wie sie gequält wird. Okay, da kommen wir dann nicht lang. Oh, das Spiel sagt uns, wir dürfen hier nicht absteigen. Wer kommt schon auf die Idee, sich hier abzusteigen? Okay, ich aber. Ja, ja. War da irgendwas, was wir brauchen? Ah ja, okay, da kommen wir also eh nicht hin. Ah, ziemlich heiß hier drin, findet ihr nicht auch? Wir sollten uns abkühlen. Wir können uns die Kleider ausziehen. Hier brauchen wir jetzt endlich Parakevi. Oh. So, wir sind gleich drüben, Leute. Wir werden euch bald alle gerettet haben. So. Wo sind wir denn hier? Es sieht so aus, hier brauchen wir wieder Lucky Lester. Das ist ja ein Rumgeswitche. Oh, hi, dich haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Oh, tschüss. Okay, ein Item, aber das werde ich eh nicht mitnehmen. Das vielleicht. Nein, das werde ich doch nicht mitnehmen. Oh, das schaffe ich nicht. Ah, doch, das habe ich... Oh, shit. Oh, nach unten, nach unten, nach unten. Alter, war das knapp. Eigentlich hätte es mich berühren müssen. Dieses Rumgeswitche zu den anderen Charakteren ist nervig, aber ich glaube, ich mache das schon gerade so schnell, wie es geht. Ich glaube, besser kann ich es nicht machen. So, hier brauchen wir, glaube ich, auch das, was ich denke. Komme ich hier? Na, es sieht irgendwie so aus, als könnte mich da hochglitschen. Aber ich glitsche doch nicht, nein. Ich würde so etwas niemals tun. Indianer-Ehrenwort. Das ist ein richtiger Comic. Mario ist hier. Was sollen wir in einer derartigen Situation noch machen? Kimmy Cooper hat uns zwar Instruktionen erteilt, aber ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Ich glaube, sie hat uns gesagt, dass wir ihn nicht an diesen Schalter lassen sollen. Oh nein, heißt das, dass wir etwa gegen ihn kämpfen müssen? Nein, er wird den Boden mit uns aufwischen. Hört auf, Herr Dr. Yammer, was... Wer sagt, dass wir uns vor Mario... Dass wir vor Mario Angst haben müssen? Der ist ja gar nicht so stark. Aha. Was auch immer geschieht, wir dürfen nicht zulassen, dass er diesen Schalter betätigt. Kümmert
es euch denn gar nicht, dass König Bowser eure Hilfe braucht? Kommt schon, schnappt euch diesen Klempner. Zeigt ihm, aus welchem Holz wir geschützt sind. Wow, wir haben keine Wahl. Wir müssen tapfer sein. Wir müssen Attacke! Ihr werdet sterben. Ihr werdet alle sterben. Ihr könnt nichts dagegen machen. Das ist ein Kamek. Kamek sind die Elite-Magier des Koopa-Clans. Maximal KP 11, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Vorsicht, Mario. Ihre magischen Angriffe sind nicht zu unterschätzen. Sie kennen viele fiese Zauber. Wir sollten sie schnell besiegen, bevor sie irgendetwas Verrücktes anstellen. Oh, tut nicht so viel Verrücktes mit uns. Gut, einen Multisprung. Mit einem Multisprung werden wir anfangen. Dann liegen sie zumindest alle schon. Und haben nur 7 KP. Und nur der Kamek kann uns dann angreifen, oder? Okay, Angriffe haben keine Wirkung. Dann wirst du halt als Letztes sterben. Wir bekommen eh gleich ein Level ab durch diesen Kampf. Deswegen lohnt sich das auch, die Sternenergie zu verbrauchen. Die ist ja gleich eh wieder aufgefüllt. Und weg mit euch. So, und du? Was willst du tun? Okay, ich weiß, was du tun möchtest. Wie lange bist du noch transparent? Wir werden all deine Kumpanen töten, die du herbeirufst. Nehm ernst, wie lange ist der? Wie lange ist der denn hier transparent? Jetzt nicht mehr. Kannst uns gar nichts, du wirst sterben durch Gumbarius Kopf. Nuss. Alter, macht das viel Schaden aufzuladen. Das sollte ich vielleicht doch benutzen. Öfters. So, endlich Level up wieder. Gehe ich wieder auf WP? Oder KP. BP oder KP? BP. Beim nächsten Mal gehe ich dann auf KP. So, der Lavafluss ist vorbei. Und damit ist, glaube ich, hallo, ich möchte mich bewegen. Hey, weißt du was? Sieht so aus, als sei die Lava abgekühlt. Sie ist sicher hart genug, um auf ihr gehen zu können. Wahnsinn, du bist der Größte. Die ist jetzt schon abgekühlt? Was muss das denn für... Das muss Wasser gewesen sein, ganz ehrlich. Wenn Lava aufhört zu fließen, dann bleibt sie doch übrig. Wo ist sie denn hin? Mario-Logik. So, hier brauchen wir einen Schlüssel, aber... Den haben wir nicht. Gott sei Dank können wir auf ihr laufen. Deswegen müssen wir jetzt nicht mehr zu den ganzen Charakteren wechseln. Ah, er hätte ihn nicht aufsammeln sollen. 5 gegen alle und das ist 6 gegen alle. Tut mir leid, auch wenn es mir weh tut. Bam, 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 bam. Müssen wir jetzt hier nicht irgendwo rechts rein? Da. So, was ist denn... Hier war nur die Schatztruhe, wo... Achso, okay. Und der Schlossschlüssel. Dann wieder zurück. Ach, wir hatten eh ein Level, aber ich wollte mich gerade heilen. Nee, lohnt sich nicht. Bam, bam, da 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 da, dum 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 da dum, da 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 da, dum dum. Boah, Leute, nicht mehr lang. Das Nervigste haben wir jetzt hinter uns. Das hasse ich wirklich, diesen Abschnitt. Nee, warte, ein kleiner kommt hier noch. Das ist mein Hassabschnitt. Den werde ich noch hinter mir bringen. Und danach geht's dann... Es geht schon die ganze Zeit Richtung Bowser, aber danach sind die schlimmen Stände vorbei. Der Rest geht eigentlich. Ja, es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel. Was? Komm bitte raus. Ich muss also mit dir kämpfen und kann sie nicht scannen. Das ist schön. Knochenkäfer. Die haben bestimmt Verteidigung, aber ich kann sie nicht scannen.
Haben bei. Oh Gott! Die werden ja immer schlimmer, die Gegner. Gut, dann legen wir dich halt mit einem Sprung flach. Die funktioniert genauso wie die Pix-Gegner. Jetzt habe ich das Timing. Seiten, ihr könnt es entscheiden, ob ihr das tut oder nicht. Dann seid ihr böse Gegner. Scheint nicht so viel KP zu haben, also unter 10 auf jeden Fall. Gut, zwei Wege. Der obere ist falsch, da ist auch nichts. Ach, da. Nee, der untere ist nicht falsch. Wow, das hilft so sehr. Hier müssen wir wirklich mit jedem einzelnen Charakter nochmal was tun. Mit Bombette haben wir schon, mit Paracarry. Was haben wir jetzt benutzt? Lucky Lester. Mit Boo mussten wir jetzt auch schon. Die einzige, die wir noch nicht spielen mussten, ist Sushi und Cooper. Ich glaube nicht, dass es hier weiterging, aber hier war irgendwas auf jeden Fall. Einfach nur der Weg, falls wir hier runterfallen. Sicher, dass hier nichts war. Okay. Da war was, aber das können wir eh nicht mitnehmen. Wie ich mich ewig verdrücke, das nervt. Da da da, dam dam. Wir haben es fast geschafft. Nur noch diese Gegner, glaube ich, besiegen. Ach, wir müssen ja mit Watt antreten. Oh Gott. Watt, du bist so cool. Ich mag Watt eigentlich, aber dass ich Watt extra dafür ausrüsten muss. Erstmal den besiegt, der Verstärkung rufen kann. Dann bist nur noch du übrig. Wir machen ihm auf jeden Fall keinen Schaden, wenn er nicht auf dem Rücken liegt. Das heißt, er muss mindestens 4 Verteidigungspunkte haben. Er könnte 9 KP haben. Er hat auf keinen Fall 10. Ein Superpilz. Haben wir denn Schaden genommen? Wir haben ein bisschen Schaden genommen. Okay, warte, warte, warte. Dann werfen wir den hier weg und essen den hier. Alles taktisch aufbrauchen. Alles ist wichtig. Entschuldigung, da bin ich wieder zurück. Warte, warte, bin verwirrt, okay. Hä, hab ich... Hä? Mir sieht es gerade so aus, als wäre das Spiel dunkler geworden. Darum ist wieder so ein Item, was wir nicht holen können. Man, oh Mann, oh Mann. Oh, ich will hier nicht raus sein. Vielleicht geht's hier links unten lang. Nein, es geht da hinten lang, verdammt. Okay, also ganz hinten. Wie die uns angreifen wollen und es nicht schaffen. Voll die Noobs, ey. Apropos Noob, ich hätte hier beinahe runtergefallen. Das wäre ja lustig geworden. Gott sei Dank bin ich's nicht. Sind wir jetzt mal raus. So langsam wird's eklig. Ach so. Ah, okay. Warte, warte, warte. Ich weiß schon wie. Da war doch dieses Trampolin. Ich dachte, okay, gut. Wir müssen ja einfach runterspringen und jetzt sind wir... Oh Gott, ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe keine Lust auf euch. Vor allem... Oh, ich sehe euch doch nicht. Okay, wir fliehen. Dieses Mal. Dieses Mal, das nächste Mal bekommen wir euch. So, sieht so aus, als wären wir durch. Puh. Okay, dich können wir bewegen. Habe ich spontan gemacht. Aber eigentlich wusste ich's. Hab nur gerade selbst nicht dran gedacht.
Damit haben wir es geschafft. Du bist zurückgekommen, du bist aus dem unterirdischen Verlies entkommen, aber das ist absolut unmöglich. Oh, das muss ein Trick sein. Aber ich fürchte, mein Fort muss ich wohl halten. Du darfst passieren. Oh, aber glaub ja nicht, dass ich das vergessen werde. Apropos vergessen. Oh nein, ich hab's vergessen. Der Orden, ganz am Anfang, den habe ich vergessen. Tut mir leid. Der war eh nicht wichtig. Aber ich hätte ihn halt gern mitgenommen. Jetzt habe ich es vergessen. Tut mir leid. Den werden wir halt nicht haben. Oh, ärgert mich das. Gut, Leute, hier kann ich speichern. Vielleicht hole ich ihn mir offscreen. Einfach nur, damit ich weiß, ich habe ihn und nicht mehr daran denken muss. Mal gucken. Vielen Dank fürs Ansehen. Bis dann. Tschüss.